Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survival. Und mit mir ist auch Minyas da. Hallo. Im Himmel. Auch ich befinde mich im Himmel. Ja, nach 1000 Toten haben wir es endlich geschafft. Wir sind der ewigen Glückseligkeit. Ein Stück näher. Ne, wir sind im Wasser. Wir haben das Ding hier wässert. Guten Tag. Guten Tag. Es sieht so geil aus unten. Haben wir schon gesehen? Haben wir noch nicht gesehen? Zeigen wir euch. Deswegen gehen wir jetzt mal runter. Ja, du bist ja richtig mit Körper. Mit Körper? Wir schwimmen mit Körper. Komm so runter. Komm, ist herrlich hier unten. Besser ist herrlich. Warte. Was denn? Komm runter. Also, ich hab gerade was festgestellt. Ja, was denn? Ist mir ein bisschen peinlich. Aber hier gibt's Prometheum-Erzsteine. Prometheum-Erzsteine? Ja. Also, vielleicht finden wir ihn. Hier gibt's so Plasma T6. Ey, Plasma T6 ist sehr interessant für Health Kits und sowas. Hey, was sind das? Sind Prometheum-Steine hier? Nee, hier. Guck mal hier. Das hier. Ja. Das weiße kleine hier. Ja. Alien Plasma T6. Und dann haben wir hier, was ist das? Und ein anderer Rotzer. Nee, so, das muss so ein richtig blauer Stein sein. Nicht verwechseln mit dem Pentaxidstein. Jedenfalls hatte ich ihn gesehen. Ja, nach ein paar Folgen Tode ist so eine kleine Abkühlung unter Wasser richtig schön. Gut. ZR1. Verschwende mal nicht deine. Warten. Du verbrauchst Energie, ne? Wenn du schwimmst. Wollen wir weiterziehen? Ja, klar, wir müssen machen weiter. Also, eine Abkühlung ist ganz schön. Aber hier ist nochmal Pentaxid. Ich zieh jetzt den Helm auf. So. Gut. Kann ich wieder durchschnüffeln. Brauch auch mehr. Brauch noch mal hier, ne? Also. Raumschiff ist auch jetzt richtig unter Wasser, ne? Guck nur noch die Doppelscheinwerfer raus. Ja, wir Dinge rauskriegen, wie halt. War eine gute Idee. Halt mal an. Ich will baden gehen. Das sah so schön aus. Jetzt, wo gerade die Sonne hier untergeht. Ist auch mal schön. Nach so. Durchgesterbsel. Warum ist denn unser Geschütz? Sieht so komisch aus. Sieht so aus, als wäre es aus Marmor. Die Gatling hier vorne drauf. Ich glaube, die ist schon oxidiert hier. Da war zu viel am Wasser. Sieht aus, dass diese Schwimmanimationen hier drin sind. Finde ich echt der Kracher. Die ist angerostet, glaube ich. Nee, die liegt am Wasser. Ja. Okay, warte. Jetzt. Setz mal einen Helm auf, weil wir noch im Wasser sind. Kannst du raus hier? Ich habe Hunger. Ja, tatsächlich. Kann ich essen während der Fahrt? Habe ich überhaupt was? Geht, ja. Dann fahr bis zur Küste, oder müssen wir wieder rauskommen. Ja, ja. Ich glaube, weil wir eh mal unter Wasser sind. Oha. Kommt er nicht mehr raus? Geschwindigkeit ist 1 Meter pro Sekunde. Jetzt. Nee, probier. Noch das machen. Nee. Kannst du boosten? Nee, boosten geht auch nicht. Doppel-R-Taste halten, Shift. Nee, nee. Ist nicht. Warum kann ich nämlich keinen Booster angebaut? Doch. Ah, jetzt. Alles klar. Und Full Throttle. Och. Okay. Okay, war ganz einfach. Also, wir sind von einer Schwierigkeit in die nächste. Wohl wahr. Aber guck mal jetzt in unser Radar an. Da ist ja im Norden. Da ist was Richtung Norden. Oh, wo sind wir denn eigentlich? Da. Gib mir nichts. Da kommt ein Alien Tower. Geradeaus. Geradeaus ein Alien Tower. Da haben wir schlechte Erfahrungen mit. Oh, noch besser. Ah. Sind wir jetzt immer rum oder was? Nee. Oh, Moment, das ist das Ding, was ich vom letzten Mal gesprochen habe. Aber. Aber was sind das für Türme da vor uns? Nee, wir waren doch hier noch nicht. Nein, wir waren noch nicht hier. Das ist wie diese Aufgabe. Ah, Moment. Lass mal die Aufgabe aktivieren. Ich wette mir, das ist das Ding hier, wo wir letztes Mal. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, diese, wenn die Zuschauer denken jetzt, was erzählt der Typ, aber das, was oben am Himmel schwebt, das gab es auf einem Screenshot vor ein paar Folgen. Und. Radarstation tatsächlich. Das ist hier die. Das ist die Aufgabe. Das machen wir jetzt aber nicht nochmal. Das machen wir nicht nochmal. Wir kommen mit schwerem Geschütz wieder.
Oder meinst du, wenn wir bis davor abzittern? Hier steht, guck mal, hier steht, vor Ort kann man entweder Verteilungsgestellung direkt aufnehmen oder man sucht den, in den umliegenden Gebäuden nach einem Alternativzugangsweg. Hauptmission, finde den Hauptrechner als Fernzugriff. Ach so. Aber willst du dich jetzt daran wagen? Naja. Naja. Also wollen wir jetzt die Mission aktivieren, sicherheitshalber? Ich habe die aktiviert jetzt gerade. Ich hoffe, ich werde einfach nur nicht gerade... Ey, Watchtower, 400 Meter. Robinson-Protokoll. Mach mir mal bereit. Aktiviert, ja, habe ich. Nicht. Ja, nur mal bereit machen, dass der jetzt schießt, aber... Macht er nicht. Schießt nicht, ne? Das ist auch die Radarstation, die wir, glaube ich, wegkriegen müssen, oder? Kann das sein? Ja, ja, aber der ist also... Ey, ich habe echt... Watchtower. Ja, mach, können wir da langsamer. Vielleicht so. Oh, was ist das? Ah, Geschütz hier unten. Ah ja, okay. Gut, die kriegen wir. Oh. Okay. Oh. Wir waren noch nie am Tag hier, ne? Also. Hier waren wir sowieso nicht. Ich mach mal hier einen, hier am Stein. Ach, das war diese, wo wir den Strom geholt haben. Der ist ja noch 13 Kilometer entfernt. So, dann können wir jetzt aber aussteigen, oder? Ja. Okay, das sind ja normale. Das ist ja. Ich komme nicht raus. Moment. Ich häng irgendwie. Ich hab mich. Jetzt nicht? Nee, ich back hier irgendwie. Setz mal da mal hin. Oh, jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Flieg mal hoch. Ja, okay, ich bin raus. Bin irgendwie durchgezittert. Okay. So, 289 Meter. Das langt ja schon. Jetzt müsste ich hier von hier wegnaschen können. Ich sehe sie halt nicht. Ja, kann ich mit der Drohne ballern? Geht nicht, ne? Ja, viel Schaden hat er nicht gemacht, so. Mit der Drohne ballern? Nicht, dass ich wüsste. Meter. Doch. Nee, da schieße ich. Ich schieße zwar, aber nicht aus der Drohne. Ja. Wie viele Meter sind das? 200? Hier sind naja, das schaffst du locker. So. Sind Steine, 108 Meter. Kann ich schießen? Ja, ich kann es. Aber auf der rechten Seite haben wir Raptoren, die müssen vorher weg. Ich sehe sie, die Geschütze. Ich mach sie weg, kümmere du dich um Raptoren. Ja, eins weg. Vielleicht ist der Watchtower der geheime Eingang. Also, kommst du klar? Nee, kommst du klar? Nicht. Nein, glaube ich nicht. Das ist, was ich für Schaden mache. Wir machen 100 pro Biss. Oh, hat er mich getroffen. Hab ihn. Oh Gott. 100 pro Biss, Digga. Nicht wieder neu starten. So. Ja, dann kümmere ich mich mal um die Dinger hier. Na dran. Eins weg. Die ballern auf mich. Bist du zu nah dran oder was? Ja, scheinbar. Leute. Zwei. Vier sind's, ne? Ja. Okay, sind weg. Können ranfahren. Ab ins Raumschiff, oder? Cool. Geh mal vor. Und willst du dein Backpack nicht holen? Ach, hast du schon, okay. Ja, ach, hier sind noch, Autoras. Links vom Raumschiff. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Oh. Ah ja. Okay, alles klar. Okay, Level 9,5. Also ich weiß nicht, vielleicht ist der Watchtower unser... Ja, er hat noch Glück. Mehr, aber Spaß meine Emotionen noch. Okay. Wie kommen wir jetzt mit dem Hover? Ja. Nee, ist aber nichts mehr. Meinst du, wir kommen über den Alien Watchtower da rein? Ich hätte jetzt abholen können, ne? Soll ich? Nee, ist gut. Fahr doch mal. Komm auch alleine ganz gut klar. Mal sehen. Zumindest ist hier können wir bestimmt rein, oder? Ich habe eine Sprengladung, gell? Also keine Munition verschwenden. Hier ist ein Generator. Ja, mal, lass mal kurz hier. Bist du nach unten? Ja, ich bin hier durch, ja. Nach unten, ja? Ja. Ich bin da. Ich würde gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas übersehen.
Hier ist ein Kern. Das ist gut. Hier ist ein Generator klein. Kernzerstörung? Nicht bringt weiter nichts. Den. Machen wir nochmal. Guck mal hier. Doch. Erstmal den Kern kaputt machen, können wir das hier abbauen. Okay, warte, ich nehme die Sprengladung. Ich habe C4. Nee. Nein? Nicht. Dann lieber okay. die Kugeln, die wir haben. Nee, nicht. Mit der Waffe kann ich nicht beschädigen, okay. Immer noch nicht? 80 von 80, ja, Digga, dann doch, ich mach mal. Okay. Ist immer gut, in engen Räumen zu sprengen, vor allem, wenn ich noch in der Nähe stehe. Und? Ja, ist noch intakt, ne? Aber wie viel? Verschwendung? 80 von 80. Das Schlimmste an der Sache ist. Shit. Wir kriegen jetzt nicht kaputt, oder was? Das gibt's ja jetzt nicht. Strom kaputt machen? Kann man auch nicht an die Generatoren dran. Das sind Stahlblock, 100 Lebenspunkte. 500. Mal gucken, ob ich den kaputt. Ich wollte ja eigentlich hier gucken, weil ich dachte, hier ist. 500. Oh, sorry, habe ich die getroffen? Nee, hast du nicht. Das hat nur 25 Lebenspunkte. Wie weiter? Ist dahinter vielleicht eine Tür oder so? Geh mal das Ding kaputt. Nee, Alter, was ist das? Alien-Scheiße? Und dann geht sich immer noch 25 von 25. Ist der. Hast du's? Ah, war knapp. Okay, ich muss warten. Okay, ich hab's geschafft. Oh, gut. Oh. Ja, okay. Ich hatte jetzt echt den Schiss. Aber dass wir meinst du, die Mission, die zeigt doch uns was an. Die zeigt eine Fortification und eine Radarstation an da hinten. Und den Alien Tower, den Watchtower haben wir schon weg. Oder müssen wir da oben rein? Müssen wir in das Mainframe da oben rein? Darum geht's wahrscheinlich. Hier müssen wir hacken. Wir müssen Stromversorgung für den Mainframe. Wollen wir Moped fahren? Den Ding hier stehen lassen? Ich habe so ein bisschen Schiss gerade. Ja. Aber wenn die schon sagen, dass wir uns, dass wir vielleicht alternative Routen gehen können. Also, oh your balls, du. Moment. Ja? So. Was ist los? Achso, hast du dich entsorgt? Nee, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Du willst jetzt kurz. Aber nicht nochmal sprengen oder so? Nein, ich will mir das nochmal angucken. Moment. Nicht. Das ist für Ressourcenverschwendung. Ja, warte mal, das muss doch irgendwie mit diesem Abbautool vielleicht. Jetzt habe ich doch probiert. Nee. Du kannst die Struktur nicht ändern, okay. Hätte ja sein können. Ich dachte irgendwie. Wollte ich keine Ahnung. Warten. Bin ich gefangen wieder. Mich irritiert, dass der hinten in dem Kern Admin steht, weißt du? Da steht Admin? Mhm. Bei mir nicht. Wenn du den Alien-Kern mit dem Multitool anguckst. Ach so. Dann das kann natürlich du sein, das habe ich jetzt auch nicht. Ja, Admin, ja. Wenn man als Admin nur Alien-Kerne setzen kann, wie du siehst, geht der ja nicht kaputt. So, wir fahren jetzt zur Raider Station. Aber wieso gingen denn die anderen kaputt? Ja, nicht andere. Warte mal, ich habe. Weil die normale Kerne sind. Das ist ein Alien-Kern. Ach so, und die anderen von den anderen Basen, das sind praktisch. Ach so, weil das zu der Mission gehört. Jetzt bin ich dabei, alles klar. Okay. Okay, warte, Moped. Moment, Diggi. Jetzt warte doch. Wo willst du hinfahren? Radarstation. Okay, dann. Bisschen rechts halten.
durch die Mitte. Na. Na. Navigation. Wir haben 4 Meter. Wir fahren zur Radstation. Ja. Oder warte mal, können wir hier vielleicht kurz zwischenparken und gucken? Nein, ja. Oh. Ich glaube, ich wurde abgeschossen. Ich habe auch noch den Schuss gesehen, du. Nur so eine Vermutung. Aber mich gesehen? Du stehst sicher, ja? Geht das schon wieder los? Ja. Geht das schon wieder los, ja. Ich bin sicher, ja. Bin safe. Ich weiß nicht, Empyrean, musst du vielleicht was an deiner KI ändern? Dass die halt auf 400 Meter genau durch den Busch auf uns ballern, ist halt irgendwie semi. Du meinst, es ist zu hart? Ja. Nein. Wir haben schon wieder so eine Folge. Nein, wir können noch abbrechen. Noch können wir abbrechen. Die Sachen sind ja soweit erstmal safe. Wir haben jetzt eigentlich schönen Kram eingesammelt. Naja, viel haben wir nicht. Viel haben wir ja nicht erreicht, nee. Ne? Weißt du, denk über deine KI nach, Empyrean. Hältst du es für unfair? Absolut. Ich bin gerade auferstanden und direkt wieder gestorben. Obwohl hier steht, natürlich steht hier, du kannst tödliche Umgebung respawnen. Absolut. Aber Digga, das Ding ballert. Sind das hier Drohnen, die auf uns zukommen? Hier sind Drohnen, die auf uns zukommen. Ja. Drohnen kommen auch noch. Ich sehe gerade, ja. Aber die Karte. Können wir ja wegmachen noch. Ich bin halt irgendwie wahrscheinlich. Ich war jetzt 170 Meter nah dran an dem Ding. Warte so ein bisschen, wenn ich hier über die Zügel gucke, werde ich wahrscheinlich direkt weggemacht. Unter den Drohnen. Guck mal. Meine 89 Meter, kommst du her, Digi? Hm. Wohl gucken? Ne, sie kommt aber nicht. Da ist mein Backpack, da 200 Meter ist mein Backpack. Und komm aber nicht. Okay, let's go. Hm? Soll ich dein Zeug ansammeln und wir lassen das? Nee, schafft es. Das ist ja nicht. Okay. Also ich spawn schon irgendwann mal mit Glück. Da, wo auch mein Zeug ist. Was ist denn diese Fortification? Ah ja, ich sehe es. Das ist nur so ein kleiner Bunker, sehe ich gerade. War ich. Ah, da sehe ich ein Geschütz. Oh, da kommt er. Ich habe gerade noch die Rakete auf mich zufliegen sehen. Aber die könnte ich kriegen. Also das, ich hatte einen Moment, also wo ich mich überlegen... Naja, egal. Nicht schon wieder so eine Folge. Wir haben die LCS so verendet, das kann nicht sein. Okay, ich bin ein Glück. Aber scheiß, ja. Achso, ich könnte dein... Also nee, ich hab meinen. Ich komm daran. Ich komm zu dir. Das ist aber mein... Ich hab ja nur meinen Kopf ein bisschen weiter rüber gesteckt. Der schießt halt direkt mit so einer verkackten Rakete. Das Stück Scheiße, du. Naja, ich glaube schon, dass ich mit der Sniper da irgendwie rankommen auf einen gewissen Punkt, aber... Hm. Das Schlimme ist, haben wir es so schwer eingestellt? Sind wir zu Zimmer einfach so? Nein, das ist ja nicht an uns. Dass die schießen ja auch auf dich in niedrigeren. Guck mal, das einmal drumherum. Fortification, Minikanone. Du, der Alien Watchtower muss damit was zu tun haben. Was warst du denn? Jetzt kommen die Raketen. Na, auf die Raketenwerfer schieße ich. Und? Naja, 13 Schuss, ne? Ja, siehst du, genau. Du machst nämlich gar nicht so viel Schaden. Um das Ding wegzunaschen, meinst du? Genau. Ja, bei den MG-Geschützen war das kein Problem. Boah, der hat mich noch erwischt. Dafür könnte ich sogar einen Screenshot aus der Folge rausholen. Das hat gut aus. Direkt in meine Arme gefallen. Ja, aber ich sterbe ein bisschen in deinen Armen. Da wir letzte Folge schon mit diesen Toten beendet haben und auch diese Folge... Das ist alles so ein bisschen kacke. Ich nehme den Scheiß mit, komm. Oder bist du da? Ich komme. Beinahe. Alternative Runde, nähere dich der Anlage. Der Alien Watchtower muss damit was zu tun haben. Aber wieso können wir diesen Scheiß Core nicht zerstören?
Mainframe, Alien Watchtower. Vielleicht müssen wir mal außenrum um den Graben. Doch nochmal suchen? Um den rum suchen, ja. Könnte man nochmal. Ne, wir sind ja schon bei 20 Minuten. Naja. Könnte man diesmal mal probieren. Schaffst du das? Ich sehe dich. Ja. Und schwupp. Oh, yes. Wo ist mein Sniper? Den hast du dir geschnappt. Die haben die kaputt gemacht. Ja, ist mir klar. Nee, hier, ne? Nee, brauche ich nicht. Behalt Soße. Ich habe eh kaum noch Schuss. Ich hätte eine. Hier, T2, guck mal. Ja, damit mache ich es aber auch nicht kaputt. Hier kannst du ein paar Schuss haben für die. Für die Schnipper. Wo sind denn die Schuss? Nee, die habe ich auch, glaube ich. Die sind durchgeladen, ja. Ah, hab ich genau. Ja, tja, ne? Mir hilft nur, wir müssen jetzt einfach mal uns richtig hart oder einfach mal nachlesen, wie das mit dem Alien Watch Tower funktioniert oder ob das überhaupt dieser Punkt ist, wo wir rein können. Aber das wäre der. Man sucht in den umliegenden Gebäuden nach allen alternativen Zugang. Ja, aber umliegende Gebäude, da sind das die Fortifications, oder? Mit den Alien Watch Tower, meinst du, der steht da, dann müsste er ja da zufällig stehen. Das stimmt. Wir lesen uns das nochmal ein, oder? Wir lesen uns bis zur nächsten Folge ein. Ja. Und, wir werden sehen. Alles klar. Dann, Herr Fleischhammer, es war mir eine Ehre. Auch wenn wir gemeinsam gestorben sind, war es doch ein schöner Tod. So sei es. Horrido. Tschüss. Dann, zum nächsten Mal. Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen.